Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, auch in dieser Woche sind wieder historische Ereignisse passiert, die die weltpolitische Lage weiter verschärfen und eskalieren lassen. Russland wird wohl heute die Annexion der 4 russischen Separatistengebiete offiziell bekannt geben und wir nähern uns damit mit großen Schritten einem dritten Weltkrieg, in dem wir uns vielleicht sogar bereits befinden. Und ja, es wird gerade rauf und runter diskutiert, wer für die Sprengung der Pipelines verantwortlich ist und wer wohl dahinter steckt. Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Fakt ist, mit der Sprengung wurden Tatsachen geschaffen und ich werde heute Nachmittag noch ein Interview mit Robert Jungnischke aufnehmen, um zu schauen, welche Konsequenzen sich daraus für Deutschlands Energieversorgung ergeben. Das Video wird dann voraussichtlich noch heute Abend hier im Kanal online gestellt. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich bin die Tage auf einen interessanten Artikel auf der Website of Guardian gestoßen, der sich mit 5 Experimenten befasst, die das menschliche Handeln und Denken untersuchen. Sie werden sich wahrscheinlich auch schon oft gefragt haben, wie dieser blinde Gehorsam zustande kommt, den wir gerade in den letzten 2,5 Jahren in Deutschland so oft erleben mussten. Sie kennen sicher auch Menschen, die in der Corona-Zeit Dinge getan haben und auch heute noch tun, die keinen Sinn ergeben und auch völlig blödsinnig und sinnfrei sind. Ich will hier gar nicht näher auf diese Verhaltensweisen eingehen. Sie wissen warum, wir sind hier auf YouTube und da muss man ein wenig aufpassen. Also es geht um Menschen, die einfach alles hinnehmen und alles ertragen, ohne in irgendeiner Weise überhaupt darüber nachzudenken, geschweige denn irgendetwas zu hinterfragen. Sie erinnern sich sicher noch in diesem Zusammenhang an die Aussage von Lothar Wieler. Ja, und tatsächlich ist es bis heute so, auch wenn es gefühlt weniger Menschen geworden sind, dass viele sich einfach geistig und seelisch ergeben haben und wie Roboter alles machen, was von ihnen verlangt wird. Und hier kommen wir auch schon zu unserem ersten Experiment. Ich habe Ihnen übrigens alle Videos der Experimente in der Beschreibung verlinkt, so dass Sie diese auch später noch einmal anschauen können. Das erste Experiment ist das Milgram-Experiment. Es ist sehr bekannt und benannt nach dem Yale-Professor Stanley Milgram. Der Versuchsaufbau ist denkbar einfach. Ein Schauspieler, also eine eingeweihte Person, sitzt in einem abgetrennten Zimmer und soll Fragen beantworten, die eine nicht eingeweihte Versuchsperson stellt. Bei falschen Antworten soll die nicht eingeweihte Versuchsperson Elektroschocks verabreichen und dabei soll der Proband die Stärke der Stromschläge nach jeder falschen Antwort nach oben erhöhen. Ja, und obwohl die Schauspieler vor Schmerzen schreien und um Hilfe betteln, führt der überwiegende Teil der Versuchspersonen die Anweisung des falschen Arztes aus und erhöht die Stärke der Stromschläge bis zum Anschlag und bis zur Bewusstlosigkeit oder auch bis zum Tod des Menschen. Und das nur, weil dieser eine falsche Antwort gegeben hat. Die Schlussfolgerung aus diesem Experiment lautet Verantwortungsdiffusion. Und das bedeutet einfach, dass die ausführende Person glaubt, dass es nicht ihre Schuld sei, wenn jemand anderes Schaden erleidet und auch glaubt, man könne für die Tat nicht zur Rechenschaft gezogen werden, beziehungsweise, dass man keine Wahl hatte, sich gegen die Anordnung zu widersetzen, obwohl natürlich jede Versuchsperson das Experiment sofort hätte abbrechen können. Was auch 14 von 40 Personen getan haben. Im Ergebnis gingen also 26 von 40 Personen bis zur maximalen Spannung von 450 Volt und nahmen den Tod eines Menschen billigend in Kauf. So, das nächste Experiment ist ebenfalls sehr berühmt und es handelt sich um das Stanford Prison Experiment. Hier wurde für eine Woche ein Scheingefängnis eingerichtet und eine Versuchsgruppe wurde zu Wärtern und die andere Versuchsgruppe zu Gefangenen. Die Gefangenen bekamen eine Nummer und wurden auch nur mit dieser Nummer angesprochen. Und beide Seiten erhielten die üblichen Uniformen bzw. eine Sträflingsbekleidung. Und ja, im Laufe der Woche wurden die Wärter immer sadistischer und fingen an, böse Insassen zu bestrafen und gute Insassen zu belohnen, um so die Gruppe der Sträflinge zu spalten.
Die Schlussfolgerung aus diesem Spiel lautet, die Gefängniswärter wurden immer sadistischer und die Gefangenen immer gehorsamer. Und das alles, obwohl keine wirklichen Gesetze gebrochen wurden, keine wirkliche rechtliche Autorität bestand und jeder hätte jederzeit das Experiment abbrechen können. Im Ergebnis heißt das, wenn man Menschen Macht gibt und die Menschen unter ihnen entmenschlicht, werden sie sadistisch. Und wenn man Menschen in ein fiktives Gefängnis steckt, werden sie sich so verhalten in diesem fiktiven Gefängnis, als ob sie tatsächlich in einem realen Gefängnis wären. Tja, womöglich sind wir alle in einem Gefängnis, vielleicht auch in einem Gedankengefängnis und sollten langsam versuchen, daraus auszubrechen. Kommen wir zum nächsten Experiment, ebenfalls sehr interessant. Es wurde erstmals von Solomon Asch in den 1950er Jahren durchgeführt und hat auch einen recht einfachen Aufbau. Man stellt eine Gruppe von Versuchspersonen zusammen, eine echte Person und eine Handvoll falscher Personen und setzt diese Gruppe dann in einen Raum oder in ein Klassenzimmer. Der gesamten Gruppe werden dann laut und offen nacheinander eine Reihe von Fragen gestellt, die eindeutig beantwortbar sind. Zum Beispiel sieht man hier im Hintergrund deutlich, dass die rote Linie die längste ist. Blau und Gelb sind eindeutig kürzer. Doch im Experiment behaupten die falschen Versuchspersonen einfach alle einheitlich, dass die blaue Linie die längste ist. Und die Frage ist nun, ob die Versuchsperson, also die echte, ihre eigene richtige Antwort beibehält, also darauf besteht, dass die rote Linie die längste ist, oder einknickt und sich im Laufe der Zeit der Gruppe anpasst. So, und jetzt das Ergebnis. 36% der Versuchspersonen haben tatsächlich begonnen, ihre Antworten zu ändern, um sich dem Konsens der Gruppe anzupassen, obwohl sie wussten, dass die Antworten falsch waren. Also, meine Damen und Herren, auch das erinnert mich an die letzten 2,5 Jahre und ich könnte da jetzt einige Beispiele nennen. Ja, und jetzt wird es sehr interessant, denn man hat die Menschen gefragt, warum sie ihre Meinung geändert haben und dabei kam dann raus, etwa ein Drittel der Menschen gab zu, die Meinung geändert zu haben, um konform zu sein und eben nicht zum Außenseiter zu werden. Aber was wirklich erschreckend ist, dass 2/3 dieser Gruppe ihre Überzeugung tatsächlich geändert hat und dann wirklich davon überzeugt war, dass die blaue Linie am längsten ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber auch solche Fälle kenne ich. So, kommen wir nun zu einem wenig bekannten Experiment und da dreht es sich um die kognitive Dissonanz. Es wurde 1957 von Leon Festinger durchgeführt und auch hier war der Aufbau recht einfach. Einer Versuchsperson wird eine sich wiederholende und langweilige körperliche Aufgabe gestellt, wie zum Beispiel weiße Papierseiten genau übereinander zu legen. Nach Beendigung der Aufgabe wird die Versuchsperson dann angewiesen, die nächste Versuchsperson auf die Aufgabe vorzubereiten und diese dann anzulügen, indem man erzählt, wie interessant und toll diese Aufgabe ist. An diesem Punkt werden die Versuchspersonen dann in 2 Gruppen aufgeteilt, wobei der einen Gruppe $20 für die Lüge angeboten werden, der anderen nur $1. So, nachdem dann die falschen Versuchspersonen angelogen wurden und die echten Versuchspersonen ihr Geld erhalten haben, nahmen diese dann an einem Interview teil und halten ihre echten Gedanken über die Aufgabe fest. Interessanterweise sagten die $20 Probanden im Allgemeinen die Wahrheit, dass sie die Aufgabe überaus langweilig und blöd fanden, wohingegen die $1 Gruppe häufiger sagte, die Aufgabe sei tatsächlich interessant gewesen. So, und die Schlussfolgerung lautet, dass im Wesentlichen das Geld für die $20 Gruppe ein guter Grund war, ihre Mitprobanden anzulügen und die konnten so ihr eigenes Verhalten, also das Anlügen, im Kopf rechtfertigen. Für die $1 Gruppe hingegen machte die geringe Belohnung ihre Unehrlichkeit innerlich ungerechtfertigt, so dass sie unbewusst ihre eigene Rechtfertigung schaffen mussten, indem sie sich selbst davon überzeugten, dass sie gar nicht gelogen hatten. Also auch an dieser Stelle muss ich wieder an die letzten 2 Jahre und die vielen Impfzentren und Ärzte denken. Kommen wir nun zum letzten Experiment, das aber wahrscheinlich nie so stattgefunden hat. Und dabei geht es um Affen.
Die Legende sagt, dass in den 1960er Jahren Wissenschaftler in Harvard 5 Affen in einen Käfig setzten, in dessen Mitte eine Trittleiter stand, an der oben eine Banane angebunden war. Ja, und jedes Mal, wenn ein Affe versucht hat, die Leiter zu erklimmen, um an die Banane zu kommen, wurden alle Affen mit eiskaltem Wasser bespritzt und so lernten die Affen mit der Zeit nicht mehr auf die Leiter zu steigen. Ja, und in diesem Experiment wird dann ein Affe entfernt und ein neuer Affe wird in den Käfig gesetzt. Er will natürlich sofort die Banane haben und steigt auf die Leiter, wird dann aber von den anderen 4 Affen angegriffen und verprügelt. Und wichtig, es wird kein kaltes Wasser mehr auf die Affen gespritzt. Und so geht es reihum, ein Affe nach dem anderen wird gegen einen neuen ausgetauscht, bis es keinen Affen mehr gibt, der die Wasserspritze persönlich je erlebt hat. Ja, und die Legende sagt, dass kein Affe mehr versucht hat, die Banane zu holen, obwohl es keine Strafe dafür gab. Gut, bei diesem angeblichen Experiment soll es sich um einen Hoax handeln. Und für mich ist das auch schwer zu glauben, weil jeder, der mal Affen im Gehege beobachtet hat, weiß, dass gerade junge Affen gerne Schabernack treiben und mit Regeln nicht viel am Hut haben. Aber dieses Experiment wurde dann tatsächlich vom National Geographic in anderer Form mit Menschen nachgestellt. Und falls das echt ist, was ich nicht verifizieren kann, ist es wirklich erstaunlich, auch wenn wahrscheinlich sehr, sehr viele Zuschauer hier auf dem Kanal einfach sitzen bleiben würden. Schauen Sie sich das Experiment an. Alle Videos sind in der Beschreibung verlinkt. Ja, und ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Harren wir der Dinge, die da kommen. Nächste Woche Samstag werde ich frische Luft in Frankfurt tanken. Auch 30 Landwirte mit ihren Traktoren haben ihr Kommen da angekündigt. Und vielleicht sieht man sich ja dort. Denken Sie an das Video mit Herrn Jungnischke zur aktuellen Lage. Und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, ein schönes Wochenende und bis bald.